Eine insgesamt positive Bilanz haben in Hannover Veranstalter und Aussteller der CeBIT 93, der größten Computerschau der Welt, gezogen. Es ist schon paradox. Da befindet sich die Branche der Bits, Chips und Bytes in einer schweren Strukturkrise. Und im Disneyland der Datenwelt, der CeBIT, boomt es ungebrochen. 660.000 Besucher werden bis zum Messeschluss die Tore passiert haben. Ein weiterer Rekord in der CeBIT-Geschichte. Jeder sechste Besucher kam in diesem Jahr aus dem Ausland. Die CeBIT hat damit nachdrücklich ihre Bedeutung als Leitmesser der Kommunikationsindustrie unter Beweis gestellt. Besonders stark sind die Besucherzahlen aus den osteuropäischen Ländern gestiegen, allen voran der Tschechei und der Slowakei. Die CeBIT, noch vor wenigen Jahren eine Messe am Rande des Eisernen Vorhangs, ist heute für West- und Osteuropa der zentrale Geschäftsplatz. Gerade in Osteuropa liegen für die krisengeschüttelte Branche die Märkte der Zukunft. Die Kunden der Zukunft werden heute von fast allen Ausstellern akzeptiert. Das war nicht immer so. Aber wer, wenn nicht die jungen Leute, soll in Zukunft mit der Flut der Neuerungen fertig werden? Etwa im Bereich der multimediafähigen Software, die in diesem Jahr im Mittelpunkt des Messegeschehens stand. Auch der von vielen als Sensation erwartete neue Prozessor von Intel, der Pentium mit einer Kapazität von 112 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde, steht zwar in der Besuchergunst ganz oben, die Fachwelt dagegen verhält sich eher zurückhaltend in der Bewertung des innovativen Potenzials dieser Neuerung. Nicht nur in diesem Fall lautet das Messefazit relativ einheitlich, leichte Stagnation auf sehr hohem Niveau bei nicht mehr ganz so düsteren Zukunftsaussichten.